Happy Birthday to you. Hallo Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde heute 29 Jahre alt. Whoop, Und ich habe nicht gedacht, dass ich mit 29 in einer Pandemie festsitze und wahrscheinlich die letzten 2 Jahre meiner 20er so verbringen werde. Ich habe mir tatsächlich Kuchen selbst gebacken, und zwar veganen Banoffee-Pie. Shit! Fuck my life! Ihr könnt übrigens bald auch mit mir in der Küche stehen zusammen. Kein Scherz. Es gibt ein klitzekleines Event mit Hygienemaßnahmen. Was das ist, erfahrt ihr am Ende. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Ihr könnt gerne auch einen Tee oder einen Kaffee euch zubereiten, denn ich werde heute darüber reden, wie die 20er so bei mir waren. Denn ich habe nur noch ein Jahr in den 20ern und Leute, ich will es krachen lassen. Man muss dazu sagen, ich war die letzten 2 Wochen in Quarantäne. Wenn ihr dieses Video seht, darf ich wieder nach draußen. Also pünktlich zu meinem Geburtstag werde ich wieder entlassen. Richtig Schwein gehabt habe ich. Cheers darauf auch nochmal. Dinge, die ich auch in meinen 20ern bisher nicht geschafft habe. Zum Beispiel habe ich es immer noch nicht geschafft, ja, ordentlich zu werden. Und ich habe es auch noch nicht geschafft, eine pünktliche Person zu werden. Zum Glück sind meine Freunde da ähnlich. Eine Therapeutin hat das mal sehr charmant ausgedrückt. Und zwar meinte sie, sie sind wie Coco Chanel, immer 5 Minuten zu spät. Das klingt jetzt irgendwie besser, als es tatsächlich ist. Und auch auf Nachrichten von Freunden antworte ich manchmal echt lange nicht auf WhatsApp. Und das, obwohl ich diese Menschen lieb habe. Also nicht alle davon. Wenn du mein WhatsApp-Profilbild siehst, all good, ich bin einfach nur vergesslich. Und wenn nicht, go to hell. Wann fühlt man sich eigentlich erwachsen? Was ich mich schon so oft gefragt habe, jetzt wo man so auf die 30 zugeht, noch mehr. Ab wann ist man eigentlich endlich erwachsen? Ist es wirklich so, dass es diesen Zeitpunkt gibt, wo man sich wirklich erwachsen fühlt? Also ich habe schon gemerkt, dass ich innerhalb der 20er mehr Interesse an Haushaltsmitteln bekommen habe und Haushaltsgeräten. Und ich ahne auch, dass man sich nie so richtig erwachsen fühlt. Wahrscheinlich hänge ich als Oma, hoffentlich vielleicht sogar, immer noch da und werde denken, habe ich mein Leben im Griff gerade? Ich weiß es nicht. Ihr könnt ihr gerne mal euer Feedback in die Kommentare da lassen. Mir einen Daumen nach oben geben. Meine Theorie ist ja, dass wir alle nur besser eben so tun werden, als hätten wir Dinge im Griff. Also im Alter wird man einfach besser darin, das vorzugaukeln, da im Rest der Ich meine, ich esse immer noch manchmal Pizza im Bett. Man sollte es nicht tun. Ich tue es trotzdem. Na und? Wer will mich aufhalten? Das ist auch so ein bisschen das Gute, finde ich, am Erwachsensein, dass man endlich machen kann, worauf man Lust hat. Also, solange es sich im rechtlichen Rahmen befindet natürlich und solange man Single ist oder Dinge im Internet teilt. Dann denken Menschen sowieso immer, sie könnten beurteilen, was du machst. Wir sind einfach ganz schnell darin, Meinungen zu haben, habe ich gemerkt. Auch ich selber. Ich wurde auch oft beschrieben als eine Person, die eine sehr starke Meinung hat und gerne auch mal den Mut hat, die Meinung nach außen zu tragen. Das ist eine Beschreibung, die ich oft über mich gehört habe. Und tatsächlich, manchmal hört man dann so Dinge über sich und denkt sich, will ich eigentlich so sein? Meinungen. Weil ehrlich gesagt sind Meinungen ja gut und es ist auch wichtig, Meinungen zu haben, aber eben nicht zu allem. Und manchmal ist es auch okay, keine Meinung zu haben. Und manchmal ist es sogar notwendig, keine Meinung zu haben, weil man eben vielleicht noch gar keine Zeit hatte, sich eine Meinung zu bilden und deswegen einfach irgendwas drauf losquatscht. Ich glaube, es ist besser dann zu sagen, sorry, ich habe keine Meinung dazu. Und ich finde, zu manchen Dingen hat man auch einfach keine Meinung zu haben, wie zum Beispiel zur Sexualität. Meine Meinung ist, dass es zu diesem Thema keine Meinung geben sollte, was ja auch wieder eine Meinung ist. Und so befinden wir uns in einem ewigen Kreislauf. Welcome to my brain. Persönlichkeit und so. Irgendjemand meinte auch mal zu mir, dass sich in den 20ern die Persönlichkeit festigt. Ich glaube, es war sogar meine Mutter, die das gemeint hat, dass man in den 30ern wahrscheinlich ein bisschen entspannter ist. Und darauf freue ich mich. Das Video gibt es dann nächstes Jahr. Dirty 30. Wie naiv ich Anfang 20 war. Ich werde heute Abend zumindest für eine halbe Stunde ein glattes Kleid haben.
Man hat so eine vage Vorstellung davon, was die eigene Persönlichkeit ist, aber es ist eher so ein bisschen das, was man von außen gesagt bekommt. Deine Augen sind echt komisch, hat man dir das mal gesagt. Und dein Arsch, der ist gigantische Baller, wie kommst du durch den Tag? Was du auch nicht kannst, ist Smalltalk. Und damit startet man in die 20er, zumindest war es bei mir so. Ich habe das angenommen, was mir die Außenwelt über mich gesagt hat. Hallo, Herr Milonski. Man hat mir zum Beispiel immer gesagt, du studierst mal. Und ich habe dann auch studiert. Und naja, es war schon gut, dass ich es gemacht habe, weil wir sind ja so ein bisschen die Summe aus unseren Erfahrungen, ja. Ich habe im Urin, dass es ein Glückskeks-Video wird. Unbequeme Wahrheiten. Meine Persönlichkeit hat sich vor allem geformt, indem ich angeeckt bin. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe leider das People-Pleaser-Syndrom in mir. Es ist besser geworden. Ich arbeite da immer noch dran. Aber ich habe ein bisschen das Bedürfnis, es jedem recht zu machen. Und ich glaube, das haben viele Leute in sich. Und als ich angefangen habe zu studieren und YouTube zu machen, fanden das die Leute echt nicht so cool. Ihr beide? Es ist nicht so, wie es aussieht. Früher war das eher so ein Underdog-Ding. Wisst ihr, YouTube haben so komische Leute gemacht. Palim, Palim, Rockstars. Ich habe heute so einen richtigen Scheißtag. Ich musste damit umgehen, dass andere Leute mich peinlich fanden. Dass sie das, was ich gemacht habe, um einfach Spaß zu haben, nicht gut fanden. Und das war tatsächlich im ersten Moment sehr schwer, weil ich das nicht so richtig verstehen konnte, warum Leute das beurteilen. Mittlerweile kann ich es verstehen, warum damals Leute geurteilt haben. Manche Videos waren wirklich sehr cringy und vielleicht auch peinlich für die ein oder andere Person. Aber das war mein Übungsfeld und ich hatte Spaß daran. Und natürlich bewerten das Leute von außen. Ich habe fast meine kompletten 20er auf YouTube verbracht und musste lernen, damit umzugehen. Shit! Fuck my life! Kommt eh auf die inneren Werte an. Ich meine, das gehört ja auch zu unserer Meinungskultur, dass Menschen auch verschiedene Meinungen über Dinge haben können und dürfen. Aber es war damals schon schwierig für mich. Für mich war YouTube immer meine kleine heile Welt, in der ich meine Sachen hochladen konnte und mich kreativ ausdrücken konnte, ohne dass mich da jemand kennt. Was natürlich total absurd ist, weil man das ins Internet hochlädt. Emotionale Kompetenzen. Es sind immer die Dinge, die wir lernen müssen, die uns begegnen wahrscheinlich. Und ich musste einfach lernen, dass ich es nicht allen recht machen kann. Und vor allem, wenn man es versucht, allen recht zu machen, macht man es am Ende einer Person auf gar keinen Fall recht. Und das ist man selbst. Glückskeks-Video, sage ich doch. Ich habe darauf damals, ehrlich gesagt, nicht so gut für mich selber reagiert. Und zwar habe ich mich zurückgezogen. Ich bin nicht mehr in die Vorlesung gegangen. Ich habe keine Menschenseele mehr gesehen, gefühlt und habe mich in meinem WG-Zimmer eingeschlossen, was die Situation natürlich noch schlimmer gemacht hat. Aber es war zu dem Zeitpunkt das, was ich am besten hätte tun können. Also meine Fähigkeiten und mein Mindset und so, das war das Bestmöglichste, was ich hätte tun können. Und das gilt auch für den Rest. Also jeder Mensch tut ja immer das Bestmöglichste, was er gerade kann. Das hat mir tatsächlich am allermeisten geholfen, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, jetzt auch Ende der 20er hin. So jeder Mensch tut das, was er kann. Und auch wenn das für dich nicht so cool ist in dem Moment und wenn das vielleicht sogar verletzend ist, besser können es manche Leute einfach nicht. Und ich glaube, wenn man das so sieht, entwickelt man Empathie für die andere Seite und auch für sich selber. Und für sich selber Empathie zu entwickeln und so ein bisschen Mitgefühl für sich zu entwickeln, ist super wichtig. Erfolg ist nicht die beste Rache. Und es war schon ein kleiner Push fürs Ego, als ich dann Jahre später zurück in meinen Studienort bin und ich Thomas auf einer Party getroffen habe und er zu mir kam, total betrunken und meinte, Silvi, früher fand ich das ja richtig scheiße, was du auf YouTube gemacht hast. Jetzt finde ich es richtig cool, jetzt hast du ja auch Erfolg damit. Und ich denke mir so, wow, das ist das, was uns einfach alle so antreibt und was eigentlich so unsere Köpfe zerbröselt. Dass wir so angetrieben sind von der Bestätigung von außen durch Leistung. Ich habe früher so viel leisten wollen. Ich habe mich fast ins Burnout gearbeitet. Mitte 20, wie bekloppt.
Ich glaube aber, viele können das nachempfinden, weil das tatsächlich ein Problem der Gesellschaft ist. Ich habe wirklich 50 Stunden die Woche gearbeitet als Redakteurin und on top noch 2 Videos die Woche produziert. Das war eine tolle Work-Work-Balance, richtig. Das Wörtchen live findet man hier nicht, weil es gab kein Live. Ich hatte kein Live. Und ich habe auch öfter mal so Sachen gesagt wie, ich zeig's denen allen. Das war mein Mindset. Und das kann einem auch richtig viel Motivation geben, Leute. Weil man ja dann den anderen was zeigen will. Ja, am Ende habe ich mir nur selbst gezeigt, dass das ein bisschen zu viel war. Boah, das ist wirklich lecker. Die Energie, die ich dafür aufgebracht hatte, vorher nicht anzuecken, habe ich dann da rein investiert, es anderen Menschen zu zeigen. Quasi Erfolg als Rache. Wenn ihr mich fragt, völliger Bullshit. Fehler und Krisen. Und tatsächlich kommen wir nun zu der Quintessenz. Die 20er sind vor allem da, Fehler zu machen. Leute, wie viele Krisen ich durchlebt habe. Und wahrscheinlich werde ich dieses Jahr noch viele Krisen durchleben. Hoffentlich nicht zu viele. Die 20er sind quasi dafür geschaffen worden, dass man Fehler macht. Ich bin 10-mal umgezogen in den 20ern. 10-mal. Meine Eltern meinten irgendwann, das ist ein Hobby von dir, ne? Und es gibt Fehler, für die schäme ich mich noch heute. Zum Beispiel die Snapchat-Stories, die ich Anfang der 20er gemacht habe in meiner Studienzeit. Lass uns nicht drüber sprechen. In den 20ern entscheidet man sich auch endlich für Freundschaften. Es ist nicht so, dass man in der Schule einfach zusammengewürfelt wird und dann muss man sich halt mit den Leuten arrangieren und ist dann mit denen befreundet. Nein, in den 20ern schaut man, wer zu einem passt und findet Freunde, die zu einem passen. Und man findet auch FreundInnen, von denen man nur dachte, dass sie zu einem passen. Man verliert sich, man findet sich wieder. Man verliert sich, man sucht sich, man findet sich wieder. Man verliert sich und dann findet man sich wieder. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Neuanfänger und gesellschaftlicher Druck. Eins kann ich euch sagen bei den 20ern. Sie werden alles, aber bestimmt nicht so, wie man sich's vorstellt. Überhaupt nicht. Ich sag immer, boah, Silvi, du studierst und dann kriegst du einen geilen Job. Und dann reißt du die Hütte ab und mit 25 bist du verheiratet. Und dann kriegst du Kinder und du triffst deinen Traummann. Ja, ich habe Kinder bekommen. Katzenkinder. Just crazy cat lady things, I guess. Ein bisschen so, als bräuchten wir Menschen immer so Abschnitte und auch so Neuanfänge und so harte Cuts manchmal auch. Sowas wie Neujahr oder, keine Ahnung, neuer Start in die Woche, Montag. Vor allem Ende der 20er habe ich so gemerkt, okay, dieses Weltbild, was ich hatte früher, das habe ich komplett über den Haufen geworfen. Und da verlinke ich euch übrigens dieses Video hier von mir. Hollywood und so, ne? Generell hatten diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen so kranke Einflüsse auf mich. Ich habe gefühlt den Großteil meiner 20er damit verbracht, romantische Beziehungen zu suchen und jemanden zu finden, der mich glücklich macht. Und Spoiler Alert, das klappt nicht, weil dann ziehst du Menschen an, die genau das Gleiche suchen. Nämlich einen Menschen, der sie glücklich macht und vollständig macht. Und nicht Menschen, die schon irgendwie happy sind und dann zusammen ist man dann noch happier. Wisst ihr, was ich meine? Bis ich nämlich dann in eine toxische Beziehung geraten bin, auch in den 20ern, um daraufhin Panikattacken und Depressionen zu entwickeln und in einer Therapie zu landen. Noch so ein Ding, Therapie ist überhaupt nichts Schlimmes, ist was sehr, sehr Tolles. Ich hoffe einfach, mit dem Video Menschen zu erreichen, die sich vielleicht noch mitten in diesem 20er-Ding befinden und sich einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Verbringt nicht die ganze Zeit damit, unglücklich verliebt zu sein. Konzentriert euch auf euch selber und macht euer Glück nicht von anderen Menschen abhängig, denn das ist nicht planbar. Und ich habe in den 20ern auch so einen krassen Hang dazu entwickelt, alles zu hinterfragen. Und das ist auch vollkommen normal, finde ich. I mean, look at my YouTube-Channel, was ich für Inhalte hochgeladen habe, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Und auch einfach zu verstehen, dass man nicht die Erwartung von anderen Menschen ist. Ich weiß, dass ich vor allem jetzt zum Ende meiner 20er hin irgendwie schon ein bisschen ernst geworden bin. Ich merke das ja selber. Die 20er, die sind einfach ein bisschen anstrengend, Leute. Aber auch aufregend, auch aufregend. Und natürlich ändert sich das ja jetzt auch nicht, wenn man jetzt auf einmal 30 wird an einem Tag so, huch, I'm a new person. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich gar nicht beeinflussen. Diese Zahl, 30. Ich freue mich auch ein Stück weit drauf. Aber das letzte Jahr meiner 20er möchte ich auf alle Fälle noch ganz, ganz viele Fehler machen.
dann kann ich auch sagen, ich war halt jung und dumm, ne? Leute, meine Gedanken aktuell, ich überlege mir, ob ich nach New York ziehe. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe gemerkt, dass mir ein bisschen Leichtigkeit fehlt. Es ist sehr schwer geworden auf meinem Kanal. Ich möchte zwischendurch ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Und ich habe es ja am Anfang angekündigt. Ihr bekommt jetzt vielleicht auch ein bisschen Leichtigkeit mit mir zusammen, denn wir können uns tatsächlich treffen. In dieser verrückten Zeit können wir uns treffen, denn Bad Reichenhalla hat auch Geburtstag. Die werden nämlich 70 Jahre alt. Ja, die sind noch ein bisschen älter als ich. Und die haben mich gefragt, ob ich bei der Salty and Friends Koch-Challenge dabei sein möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Denn zwei von euch dürfen bei dieser Koch-Challenge mit mir dabei sein. Bad Reichenhalla hat ein Hygienekonzept entwickelt. Am 23. April findet das Ganze statt. Merkt euch dieses Datum schon mal und folgt mir gerne auf Instagram, gerne auch Bad Reichenhalla. Und ich verlinke euch auch nochmal in der Infobox die ganzen Informationen dazu. Und auch hier werde ich euch natürlich up to date halten und euch ankündigen, wann ihr euch wo eintragen könnt, beziehungsweise euch bewerben könnt. Das ist nämlich schon diese Woche. Also am besten auf Instagram gucken oder hier die Glocke aktivieren. Ich freue mich auf alle Fälle auf dieses klitzekleine Event, auf ein bisschen Spaß, ein bisschen Leichtigkeit. Und ich hoffe, dass ihr euch auch darüber freut. Und jetzt genieße ich ein bisschen meinen kleinen, aber feinen Geburtstag. Hier. Happy Birthday, Libby.